Herzlich willkommen zu unseren SolidWorks Tipps und Tricks. Mein Name ist Thomas Hildbrunner und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in einem Zeichnungsdokument mehrzeilige Stücklistensymbole hinzufügen können. Da die Stücklisten oft in den nachgelagerten Systemen wie ein PDM oder ein ERP-System erzeugt werden und keine eigentliche SolidWorks-Stückliste mehr nötig ist, besteht trotzdem oft der Wunsch, auf der Zeichnung die Teile genau identifizieren zu können. Dies lässt sich mit mehrzeiligen Positionsfahnen respektive Stücklistensymbolen sehr einfach realisieren. Im ersten Schritt ändern wir den Inhalt des Standardsymbols manuell. Platzieren Sie die Stücklistensymbole in der Zeichnung. Ein zusätzlicher Tipp am Rande: mittels Magnetlinienbefehl können die Stücklistensymbole auf einfachste Weise gesammelt und ausgerichtet werden. Sehen Sie selbst. Sobald der Magnetlinienbefehl abgeschlossen wird, wird auch die Magnetlinie ausgeblendet. Diese kommt wieder zum Vorschein, sobald ein Stücklistensymbol selektiert wird. Mittels Drag und Drop können die Symbole Ihren Bedürfnissen entsprechend angeordnet werden. Nun ändern wir die Einstellungen eines Stücklistensymbols. Der umschließende Kreis macht in dieser Situation weniger Sinn, also weg damit! Der Stücklistensymbol Text soll eine benutzerdefinierte Eigenschaft beinhalten. Wählen Sie die gewünschte Eigenschaft für das erste Symbol. Auf diese Weise kann prinzipiell jede beliebige Dateieigenschaft des involvierten Einzelteils angezeigt werden. Bearbeiten Sie den Symboltext via rechter Maustaste. Text bearbeiten. Nun ergänzen wir den Symboltext mit weiteren gewünschten Teileigenschaften. Dabei werden diese mit dem Systembefehl $PRP-Modell angesteuert. Wir verwenden dazu in unserem Beispiel die Beschreibung, die Artikelnummer und das Material. Damit nun in allen Symbolen derselbe Inhalt angezeigt wird, selektieren Sie das erste Stücklistensymbol. Drücken Sie anschließend Ctrl-A, auch Steuerung A genannt. Wie Sie sehen, werden alle Elemente des zuvor ausgewählten Beschriftungstyps selektiert. Via rechter Maustaste gelangen Sie in deren Eigenschaften. Der Kreis ist wiederum sinnlos. Umstellen auf benutzerdefinierte Eigenschaften. Wie von Geisterhand oder SolidWorks werden nun die Einstellungen übernommen. Alternativ kann das geänderte Stücklistensymbol für die spätere Wiederverwendung in Ihrer Bibliothek abgelegt werden. Wählen Sie dazu das modifizierte Symbol via rechter Maustaste, zu Bibliothek hinzufügen, mit einer sinnvollen Bezeichnung versehen, fertig. Das Anwenden des soeben erstellten Elements ist noch simpler. Ziehen Sie dieses direkt auf das zu bezeichnende Teil. Die soeben vorgestellte Bezeichnungsart funktioniert nicht nur mit Baugruppen, sondern auch mit Mehrkörperteilen. Dabei werden die Informationen aus dessen Zuschnittslisteneigenschaften dargestellt. Das Vorgehen für die Erstellung mehrzeiliger Positionsfahnen für die Mehrkörperteile entspricht demjenigen der Baugruppenzeichnung mit einem minimalen, dafür umso entscheidenderen Unterschied in der Systemsyntax. Anstelle des Syntax $PRP-Modell wird $PRP-WLD wie Weldment verwendet. Auch dieses Stücklistensymbol kann in der Bibliothek abgespeichert werden. Ich sage recht herzlichen Dank für euer Interesse und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video mit weiteren Tipps und Tricks.